Das da ist der WT2 Plus. Bu bir telefon kulaklığı ve canlı tercüman yapıyor. Dies ist ein Telefon-Headset und ein Live-Dolmetscher. Redst du drauf los und dann kommt die andere Sprache gesprochen raus. Mayday, mayday. Oh. Merhaba, ich bin Madame Asle. Wir sind schon an der Zürich in Enyemende im Langstrasse. Der Kiss Street Food da. Hallo, mein Name ist, ich bin gerade unten. Veröffentlicht am besten Abendessen 68 Schalte Bossa. Stimmt überhaupt nicht. Ja, ich habe meinen Namen gesagt und dass ich gerade das beste Essen von Zürich habe, und zwar an der Langstrasse im Streetfood. Hi, my name is Michael Jones, I'm the cheese man. Hallo, mein Name ist Michael Jones und der cheese man. Mein Name ist Tambaya Mohan. Mein Name wird kommen und drohen zu kommen. Completely different, yeah. Hola, yo me llamo Daniela, tengo 13 años y vivo en Suiza. Hallo, mein Name ist Daniela, ich bin 13 Jahre alt und lebe in der Schweiz. Yeah, that's not such a bad translation. Ja, das ist keine so schlechte Übersetzung. Ahlan wa sahlan bikum, Coiffeur City Style, Tal Zürich, wana mawjoud. Gern geschehen und die Perser verdienen es zu kommen, Zürich und ich existieren. Komisch. Ich hatte das größte. Yeah, I have the largest, yeah. Bugün benim için çok özel bir gün. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Çünkü benim saçım çok güzel kesildi. Weil meine Haare sehr schön geschnitten waren. So if I talk in Yorkshire like, you might not be able to understand me so well, would you? Also, wenn ich in Yorkshire Ihre Rede, wie Sie mich vielleicht nicht verstehen können, tun Sie das auch? It's not so bad, I don't think. Más o menos bien. Viel weniger gut? Okay, no funciona. eBay, go, mal go, top of our stairs. eBay Google wird bleiben. eBay Google. So the eBay gummy came out eBay Google. Ya me despido. Muchas gracias por este momento. Fabuloso. Okay, erhalten. Okay, ich sage auf Wiedersehen. Vielen Dank für diesen fabelhaften Moment. Okay. Die Qualität der Übersetzung hängt davon ab, wie der Singsang der Sprache ist. Also hast du definierte Laute, hast du harte T-Laute, hast du S-Laute, zischende Laute oder so. Also allgemein Phonemen, die eine Sprache definieren und eine Melodie machen. Wenn du solche Monoton hast, ist es etwas schwieriger. Google macht es jetzt im Moment anders. Sie schauen, dass Leute, die auch mit Hirnschlägen und Sprachbehinderung verstanden werden, dass die quasi übersetzt werden. Timecattle, die Firma, die das herstellt, hat es gefunden, wir übersetzen einfach alle Sprachen in alle Sprachen. Und es ist super, weil es funktioniert. Es ist nicht so, als ob die Übersetzungen immer perfekt wären, aber du verstehst, um was es geht. Du kannst dich verständigen. Du brauchst einfach immer eine Internetverbindung. Wenn du keine Internetverbindung hast, geht gar nichts. Also das heisst, die ganze Rechendings ist im Internet oben gemacht. Aber trotzdem, ist doch geil. Ich soll zu Supertalent, Superstar, The Voice. Sollst du? Ja, habe ich jetzt beschlossen. Steffi, willst du auch zu The Voice? Kommst du mit? Machen wir ein Duett? Nein. Nicht? Du könntest ja so Katzenjammer im Hintergrund machen. So alte Männer- oder alte Frauengeräusche in deinem Fall. Ich glaube eher, dass du dann der mit den komischen Geräuschen wärst. Das ist nur, weil ich besser komische Geräusche mache wie du. Du bist nur eifersüchtig auf meine Fähigkeit, komische Geräusche zu machen. So.